ist er wieder. Kobylanski und da löst sich Lauberbach. Kobylanski auf Lauberbach, 18. Minute, die frühe Führung. Henning auf Lauberbach, der Fahrt aufnimmt, Guga nicht stehen lässt und den Ball präzise einschweißt zur Führung. Bis jetzt sehr gut. Also die Monate, in denen ich bis jetzt hier bin, muss ich sagen, wurde zwar sehr viel Fußball gespielt, was gut ist, aber ich hatte jetzt auch schon die Möglichkeit, ein bisschen was von der Stadt zu sehen, mich ein bisschen einzuleben, eine neue Wohnung zu finden. Von daher sehr gut. Ja, natürlich vor allem das Fußballstadion, die Stimmung hier, das Umfeld und vor allem auch die Mannschaft. Also macht sehr viel Spaß mit der Truppe. Und ja, wir haben alle sehr viel Spaß auch zusammen. Ich würde sagen, meine Wohnung, die ich jetzt endlich habe, ja, da verbringe ich am meisten Zeit und macht mir am meisten Spaß. Und dann natürlich auch der Trainingsplatz und das Stadion. Boah, unterschiedlich. Vor allem würde ich aber sagen, Pizza, Burger, sowas in der Richtung. Am liebsten einfach ausruhen mit meiner Freundin, mit der Familie was machen, runterfahren, um mich da wieder auf die Aufgaben zu konzentrieren. Schwierig zu sagen, weil das liegt nicht ganz in meiner Hand. Die Musik mache ich nicht in der Kabine, aber da gefällt mir eigentlich so gut wie alles, macht sehr gute Stimmung. Mandelmilch tatsächlich, weil ich das für mein Frühstück brauche und meistens auch für Snack zwischendurch. Viele, also in Deutschland würde ich vor allem sagen, natürlich FC Bayern, Dortmund, die großen Mannschaften, aber international vor allem gegen englische Mannschaften. Manchester City, Manchester United, Chelsea, sowas in der Richtung. Ich würde vor allem sagen, die Freude, endlich Profi geworden zu sein, auf dem Platz zu stehen, mitmischen zu können. Meine Freundin, ein Fußball. Ja, und ein Fernseher, würde ich sagen. Zusammenspielen würde ich gern mal mit Robert Lewandowski, würde ich sagen, weil es ein Spieler ist, der mir sehr gefällt, mit dem es auch bestimmt sehr viel Spaß macht, zusammenzuspielen. Nicht wirklich. Also ich hatte in den letzten Jahren vor allem die 18, die mir auch sehr gefallen hat, aber wollte einfach mal was Neues probieren und man ist ja auch ein bisschen abhängig, von welcher Zahl noch frei ist. Von daher sah mir die 20 sehr gut aus. Das kann ich auch nicht beantworten. Ich wollte eigentlich schon immer Fußballer werden. Schon von klein auf war das so mein Ziel. Klar, man realisiert das erst ein bisschen später in den Jahren, wenn man dann die Jugend durchläuft, aber eigentlich mein Traumberuf war immer Fußballprofi. Da gibt es sehr wenig, würde ich sagen. Also fast gar nichts. Ich versuche immer ruhig zu bleiben, klar im Kopf zu bleiben und die Sachen so anzunehmen, wie sie halt sind.